Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Interview hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, die liebe Susanne Lorey hier wenigstens online neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Susanne, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich wieder, auch über dieses sehr ungewöhnliche, spannende Thema. Das hast du ja vorgeschlagen, ne? Und wir haben ja dann auch gemerkt, so von unseren Wurzeln her haben wir alle was mit deutscher Sprache oder Germanistik oder Deutsch als Fremdsprache zu tun. Und dann schauen wir mal, was uns darüber wächst, über das Thema, ne? Ja. Liebe Susanne, wir haben ja in den letzten zwei, drei Jahren schon etliche Videos gemacht, auch zum Thema toxische Strukturen im Kleinen wie im Großen, Narzissmus, auch ein bisschen so im Außen durch die Blume gesprochen, was passiert hier um uns herum. Na, da haben wir schon, ich könnte eigentlich schon eine eigene Playlist machen mit den Videos, da finden die Menschen das schneller. Genau, du machst ja auch psychologische Beratungen, eben auch was Narzissmus angeht, toxische Strukturen, hilfst da auch so schnell wie möglich den Menschen durch ihre Herausforderungen durch. Ich werde alles von dir verlinken, deinen YouTube-Kanal oben in den Infokarten, deine Webseite, du bist auf Telegram und auf Facebook, überall, wo man dich finden kann, auf deiner Webseite. Ja. Genau, da könnt ihr mal, wenn ihr Susanne noch nicht kennt, könnt ihr da ein bisschen schauen. Auf alle Fälle sehr wertvoll auch immer die Sonntagsvideos von der lieben Susanne. Auch deine Wortkunst, schätze ich. Also bin ja wirklich auch über das Thema Narzissmus auf dich gestoßen, toxische Strukturen, habe mich da sofort angesprochen gefühlt. Und du machst ja auch immer zu deinen Sonntagsvideos immer deine Wortkunst. Du, zu jedem Thema, was du uns präsentierst, gibt es immer ein Gedicht, wo du eben metaphorisch auch immer, ja, also die gewisse Menschen mit einer Spürigkeit können genau spüren. Also ich spüre immer genau, was du damit sagen willst in der Tiefe. Also mich berührt das immer sehr. Und ja, die Sprache, du hast schon angesprochen, uns verbindet das auch. Du hast Germanistik studiert. Ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert und habe dadurch tatsächlich die Liebe zu meiner Muttersprache wiederentdeckt, muss man mal sagen. Auch zu meinen Wurzeln. Also dieses Fach zu studieren, das war eher so, naja, ich mache mal irgendwas Handfesteres zu meinem anderen Hauptfach. Und habe da wirklich, weil es da eben nicht nur darum geht, wie lehrt man Deutsch als Fremdsprache, also wie bringt man diese Sprache Menschen bei, die eine andere Muttersprache haben, sondern wir hatten eben auch die Gebiete Kultur, Geschichte, Literatur. Und da hatte ich auf einmal einen ganz anderen Zugang zu meinen Wurzeln, zu meiner Identität, zu meiner Sprache. Das ist mir aber erst, da wurde der Samen schon gelegt, das ist mir erst viel später bewusst geworden. Deswegen freue ich mich ganz besonders, auch dich gefunden zu haben, dass wir auch schon viele Videos zusammen gemacht haben, dass du auch dieser deutschen Sprache, unserer Muttersprache so verbunden bist. Und das liegt mir schon länger so auf dem Herzen, dazu mal was zu machen, weil deine Themen sind ja auch im Außen zu zeigen, wo läuft es schief. Ob das die Politik ist, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, konnte man in den letzten Jahren auch sehen, was da für ein Schiefstand eigentlich besteht. Und es sind alle möglichen Bereiche, Wirtschaft, wo es gerade ganz schön rumpelt. Ne? Und die Sprache, was ja für ein Volk, wenn man das mal noch so sagen darf, Volk, wir haben auch überlegt, können wir überhaupt noch Volk sagen, weil es gibt gewisse Wörter, ja, das kann man ja einfach gar nicht mehr so frei sagen. In anderen Ländern ist es ganz normal. Wir müssen immer hier so aufpassen, kann man gewisse Wörter einfach noch sagen, ne? Dass man nicht irgendwie wieder eine Angriffsfläche bietet. Das geht ja hier ganz schnell in diesem Gebiet. Aber wir wollen in diesem Video einfach mal aufzeigen, wie wichtig die Muttersprache eines Volkes ist. Und vor allem für uns, weil wir wirklich eine sehr herausragende Sprache haben. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, wie wertvoll Deutsch, also was für eine wertvolle, präzise Sprache unsere Muttersprache ist und die immer mehr verarmt. Und ich würde aber die Sprache wird uns ja, Silke, total entfremdet, ja, massiv, auch seit 80 Jahren. Ich meine, ich habe schon immer mit Sprache gern gearbeitet. Ich weiß noch, als Kind habe ich in der Grundschule lesen gelernt, habe ich angefangen, diese uralten Märchenbücher. Ich habe noch von meinen Vorfahren so uralte Süderlin Märchenbücher, so dicke Wälzer mit so, weißt du, mit so Holzschnitten drin und so weiter. Die habe ich reingefressen, diese Dinger schon damals, ne? Und dann habe ich auch relativ früh, ich weiß noch so, noch mit 9 oder 10 Jahren, habe ich dann sogar Gedichte schon geschrieben, habe sogar bei Zeitschriften Preise gewonnen, habe so bei Jugendwettbewerben mitgemacht, ja. Also da ist es schon bei mir, also diese Liebe hat sich da schon entwickelt. Aber weil du vorhin das Studium angesprochen hast, also für mich war das ein Abtörner. Ich habe ja unter anderem Theologie und halt Germanistik studiert. 9 Semester, dann sollte ich ja ins gymnasiale Lehramt und das habe ich dann verweigert. Ich habe damals schon irgendwo gemerkt, da ist was faul. Also das werde ich so nicht weiter lehren oder das ist, da ist irgendwas nicht ganz
nicht ganz so im grünen Bereich. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt das Studium so rückwirkend mir angucke, haben sie uns eigentlich alles damals schon madig gemacht. Ich bin da mit Euphorie da rein, habe gedacht, oh, da kommst du dann mit Literatur in Berührung und der alten Sprache und so weiter. Und eigentlich bist du totgequält worden mit der Übersetzung medievalistischer Texte, mit semantischen, weißt du schon, Strukturübungen, ja, grammatikalisch, die Literatur haben sie bis zum Exzess, haben sie die überinterpretiert, dass es bald hinten wieder rausgepfiffen ist. Also da ist jede Liebe zu der Sprache eigentlich gestorben. Der Einzige, der mich aufgerichtet hat, und das war dann auch meine große Liebe an der Uni, das war mal der die Vorlesungen gehalten hat. Das weiß ich noch wie heute. Die wie jetzt geheißen, die Frau in der die Stellung der Frau in der deutschen Literatur. Und dieser Herr, und jetzt halte ich fest, Silke, der hat jetzt mit weit über 80 Jahren aus dem Ausland mir ein Band geschickt, wo er all die Texte, wo wir zusammen waren, in Gedichtform von damals mir übermittelt hat. Also jetzt, also nach 40 Jahren fast, ist dieser Band angekommen mit ganz tollen Texten, die er über unsere Beziehung oder Liebesbeziehung geschrieben hat damals. Ja, und das war noch, da muss ich sagen, da hat sich diese Liebe zur Sprache eigentlich wieder auch aufgebaut durch diesen Menschen damals, ja. Wobei ich vom Reden her, muss ich sagen, war ich früher der totale Schisser, auch in der Uni. Also mich hast du fast nicht vorne ans Pult gebracht. Ja, das glauben immer die Leute inzwischen nicht, aber die mündliche Sprache habe ich erst entwickelt, weil ich dann als Studentin auf Messen musste und war im Verkauf und habe das dann da erst gelernt, ne? Ja, also, weil du auch gesagt hast, du hast die alten Märchenbücher gelesen. Ich hatte auch damals alte Märchenbücher, so Grimmsche Ach, Märchen auch, in ja. dieser alten Schrift. Und ich konnte das als Kind recht schnell auch lesen. Ja. Meine Eltern haben sich dann immer gewundert, was machst denn du da? Und ich war da einfach so fasziniert von dieser Art der Sprache noch, die ja sehr reichhaltig, also man muss nur mal alte Texte, man muss nur mal einfach 100 Jahre zurückgehen, wie reichhaltig da die deutsche Sprache war und wie mehr die jetzt verarmt. Also viele, die mich ja so verfolgen, wissen ja, dass ich sehr viel Arnold Ehret lese. Schleimfer Heckhorst ist bei mir immer ein Thema und er hat viele Schriften gelesen und ich war immer so besonders berührt, wie er seine Thematik eben beschreibt in seinen Worten, in seiner Vielfalt, wo ich sage, oh, manche Wörter gibt es heute gar nicht mehr. Ich habe mich da immer so ganz besonders verbunden gefühlt mit seiner Art, mit seiner Schreibweise, wo manche immer sagen, hey, wie schreibt der oder der Zeitgeist. Man muss sich natürlich in solche alten Texte auch den Zeitgeist immer reinversetzen können. Das kann ich immer sehr, sehr gut. Ne? Und ja, er hatte auch eine spirituelle Anbindung. Das merkt man in manchen Texten. Er hat ja mehr als die Schleimfer Heckhorst geschrieben. Und ich habe dann immer, wenn ich das gelesen habe, Gänsehaut bekommen, so wie er das einfach beschrieben hat. Das finde ich heute so nicht mehr. Also er war noch Das hast du voll. ja auch hauptsächlich, also erst hast du ja Sturm und Drang, Klassik, diese ganzen Sachen, da war ja auch, da waren, ich weiß nicht, ob du das weißt, da waren ja die Werte im Vordergrund, das Humanitäre, also viel antike Modelle und so weiter. Aber dann kam ja fast fließender Übergang, die Romantik, ja? Und in dieser Romantik war ja, waren Träume der Mittelpunkt, die Mystik, die Gefühle des Menschen, die Natur kam da auf, ne? Und da haben wir ja wahnsinnig viel Lyrik oder Novellen oder weil du vorhin gesagt hast, die Märchen, die Grimmschen Märchen sind ja in dieser Epoche dann en vogue gewesen, ne? Die Grimmschen Hausmärchen. Und das ist ja die Ebene, wo ja dann die deutsche Sprache zur Blüte gekommen ist. Dann später auch noch ein bisschen so Biedermeier oder selbst im Jugendstil diese Phasen und so weiter. Aber es war ja immer dieses blümelige, filigrane. Die Volksseele ging ja dahin, dass sie sich am Schönen erfreuen wollten. Ja? Und das hat man ja mehrmals in der Geschichte auch platt gemacht, ja, oder versucht platt zu machen. Jetzt sowieso, seit 18 Jahren, das ist eine Fragmentierung, das ist ein Zerfetzen der Sprache oder auch runterdrücken, können wir ja nachher noch drüber reden, auf eine ganz rudimentäre, primitive Sprachform. Ja, Also das ist jedem, der so ein bisschen die Sehnsucht nach dem Schönen hat, nach dem Eleganten, das zerreißt einem ja das Herz. und eine Muttersprache, also eine Sprache eines Volkes, ist ja auch immer das ist immer das, was so in der Seele im Herzen berührt. Richtig. Das ist die,
auch so diese, gerade die deutsche Sprache, die so präzise ist, so, man kann sich so differenziert ausdrücken, was viele ja auch gar nicht wissen, dass noch bis in 20er, 30er Jahre hinein war Deutsch die Richtig, Wissenschaftssprache, also die ja. Promotionssprache, weil man sich so Richtig. präzise, so genau ausdrücken konnte. Ja, aber da ist ja auch das Goethe-Institut ziemlich am Jammern, weil die aktuell, also weil du sagst Wissenschaftssprache, die ganzen wissenschaftlichen Arbeiten heutzutage werden inzwischen zu 90% in Englisch verfasst. Ja, also wo eben das Goethe-Institut sagt, ja, die deutsche Bevölkerung, klar, können viele Englisch, aber der Zugang zum Wissen ist der deutschen Bevölkerung dadurch versperrt teilweise, weil die Bilder oder Metaphern, wodurch die deutsche Sprache ja eigentlich, wo sich darauf beruft, ist in dem Englischen nicht zu finden. Also da ist ein Bruch rüber in die Wissenschaft jetzt, ja. Und es ist ja eh das Schlimme. Viele Länder draußen, die kultivieren ihre Sprachen, wenn du die Franzosen anguckst oder so, die da so, ich weiß gar nicht, wie diese Gesellschaft heißt, also die versuchen Anglizismen oder sowas draußen zu halten. Das haben wir in Deutschland seit 80 Jahren nicht mehr. So um 1700 rum, ich weiß gar nicht, haben wir es aufgeschrieben, wie hieß denn das Ding da? Fruchtbringende Gesellschaft hat das Ding früher geheißen. Da gab es solche Institutionen, ja, die haben geguckt, was kann man mit deutschen Dingen ersetzen, weil da war ja ein französische, italienische Einflüsse und so weiter, durch Handel, ne, und so weiter. Und dann kamen natürlich auch komische Wortkreationen raus. Der bekannteste, das dürfte euch allen bekannt sein, das ist ja, wenn du sagst, Nase, da haben sie ja früher Gesichtsärger gesagt, ja. Oder zur Pistole, Meuchelpuffer oder so. Solche Sachen haben sie dann kreiert. Also ich meine, haben sie es ein bisschen überrissen. Aber zumindest haben sie sich Gedanken gemacht, wie können wir was Ausländisches wieder zurückführen in die deutsche Sprache, ne? Und ja, die deutsche Sprache, man kann sich sehr abgestuft und facettenreich ausdrücken. Das sind sich viele Menschen heutzutage gar nicht mehr bewusst, weil Ja. wenn man wirklich auch alte Texte liest und sich ein bisschen mit der Sprache beschäftigt, man merkt, dass die deutsche Sprache immer mehr verarmt. Also es gibt immer mehr, weniger Wörter werden verwendet, dann werden viele Anglizismen fließen rein. Und dann haben wir ja noch diesen, ja, du hast da immer Wörter dazu, was gerade auch seit ein paar Jahren mit der Sprache gemacht wird, wo uns die Sprache total zerhackt wird. Ja. Wird zerhackt, ja. Wurde noch mal in einem Video gesagt, stellt euch mal meine Prosa damit vor. Das geht, man kann ja überhaupt nicht mehr schön Ja, mit also diese schreiben. grammatikalischen Turnübungen, die sie ja gerade machen, ich will das Wort gar nicht verwenden, weil ich das gar nicht verbreiten will, das Wort, ja. Ist ja auch Englisch, also auch Englisch, wenn du es nimmst, ja. Das sind ja Sachen, die werden uns draufgedrückt, ja. Die machen uns ja auch unbeweglich. Wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste meine Poesie, die ich ja zur Theorie mache, ich ja immer diese Poesie dazu als Schwingungsbild, ja, dass das lebt, dass man es fühlt, ja. Wenn ich da jetzt grammatikalische Verrenkungen machen müsste, dieser Art, ist doch mein ganzer Text kaputt. Oder wie viele Leute, und mal ganz ehrlich, wen du fragst, wen ich gefragt habe, die sind alle genervt von diesen Einführungen. Ich habe jetzt bis jetzt keinen gefunden, der gesagt hat, das ist toll. Oder Alnsbacher Institut, wobei da muss man bei diesen Umfragen, bei diesen Leuten schon ein bisschen aufpassen, wen fragen die überhaupt, ist das nicht so ein bisschen vorgeprägt, aber angeblich ist es so, dass, warte mal, lass mal, wie war die Zahl? 65% der Deutschen sagen, die Sprache wird momentan verhunzt. Und bei über 60-Jährigen haben, glaube ich, 75, 80% haben gesagt, das ist eine verunstaltete Sprache. Also Also die es gab. meisten der Menschen merken es ja. Es ist ja, wir dürfen ja nicht davon ausgehen, bloß weil es gewaltsam eingeführt wird, dass das die Leute gut finden. Ich habe mal eine interessante, oh, das habe ich irgendwo mal, hat mir jemand mal was zugeschickt. Im bayerischen Fernsehen gab es wohl live eine Umfrage an Jugendliche, junge Menschen, wie sie diese Verhunzung der Sprache, also die haben dieses englische Wort genutzt, finden und ganz große Anzahl hat's abgelehnt. Und dann haben die live im Das Fernsehen ist gesagt, oder, interessant. Ja, das habe und ich dann auch noch nicht. haben die aber live gesagt, also ich sag's mal mit meinen Worten, da müssen wir jetzt mal noch ein bisschen beeinflussen, die Jugend. Also dann müssen wir sie jetzt noch mal weiter manipulieren, dass Ja. sie es irgendwann mal gut finden. Das sind jetzt meine Worte, das haben die jetzt so nicht Ja, gesagt, das, aber. ich glaube, auch junge Menschen kriegen das ja auch mit, dass sie gewaltsam da in was reingedrückt werden. Schau mal, nehmen wir mal diese komische C-Krise, ja. Selbst da, also das hat aber auch psychologische Gründe, warum er das gemacht hat, hat man genau da, wo die Leute traumatisiert waren. Also man muss dazu wissen, wenn jemand traumatisiert ist, macht sich die Psyche auf
Und ist empfänglich auch für Bewusstseinsinhalte, die man da in der Phase einschleust. Also in der Gehirnwäsche und so weiter wird es zum Beispiel benutzt. Erst traumatisieren, um dann zu befüllen. Und genau in dieser C-Krise hat man dann ja angefangen, hat von Homeoffice, Homeschooling School, auch, ne? wie hat es Homeschooling. geheißen? Homeschooling Ja, für Kinder. hat man geredet. Oder von, was haben sie denn noch gesagt? Lockdown, ja? Da haben sie ja auch reingepresst. Oder wenn ich bei uns in der Stadt, ich reg mich immer auf, wenn ich mit meinem Fahrrad da immer durch unsere Stadt fahre, Home City Run oder Shopping Mile oder Coffee to Go oder überall wirst du diffundiert mit diesen englischen komischen Ausdrücken. Ich hatte auch mal irgendwann was auf meinem Telegram-Kanal geteilt. Da war auch ein Kanal, da hat sich eine auch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und sie hat zum Beispiel ein paar Wörter mal so aufgeschrieben, die bei uns schon ganz normal sind. Also to go, to stay. To go findest du fast überall. Kaffee to go. Coffee to Kann man go, auch zu mitnehmen. Wir sind ja hier in Deutschland. Also wo ist das Problem, einfach zu ja. Aber mitnehmen? auch krampfhaft. Zum Beispiel das Ja. Wort Handy gibt es ja draußen gar nicht. Die sagen ja, wie sagen sie denn? Cellphone? Ja, genau. Ja. Handy gibt es ja gar nicht so als Begriff für dieses Smartphone. Ja. Aber da wird künstlich, werden da Ausdrücke reingepusht. Auch, guck mal, Musik, die Werbung, überall Schlagworte in Englisch. Ja? Du hast aber auch bei vielen Influencern, da achte ich immer sehr drauf. Also dann sind so, guck mal, so Ausdrücke, gerade in der Spiri-Szene habe ich ja so ein bisschen den Fokus gerade drauf. Ja? Wenn es dann heißt Soul Business, Spirit Business, ja, oder Light of Mind, ja, oder Masterclass, so, ne? Natural Beats. Also du hast überall dieses Verenglischen, dieses Denglisch, sagt man ja so ein bisschen, ja, wo du merkst, dass die Leute gar nicht, also die sollen weggeführt werden von diesem feingeistigen deutschen Filigran, ja. Sieht man aber auch, guck mal, Coach. Coach, es gibt Genauso, blockt ja. auf Coach oder wo ich sage, man kann ja auch Begleiter oder Mentor, Mentorin, Ja, Begleiterin also sagen. Oder schon ich. dieses Wort Influencer. Manche sagen auch, ja, Genau. du bist eine Influencerin, sage ich, nee, ich bin Ja. Impulsgeberin. Ich bin keine Ja. Influencerin. Also ich Oder versuche. E-Mails checken, ne? Online-Marketing, Online-Banking, kann ich auch sagen, was weiß ich, digitales Bankwesen oder irgendwas. Nee, ne? Verstehst Ja, du? also ich lese mal so ein paar Wörter vor, die so ganz normal schon sind, die viele so Detox, Okay, ja. entgiften, kann man sagen, ne? Bowl, das ist doch dieses Bowl, wo Früchte oder wo Ach etwas so, gemixt ja, wird. Weißt du, okay. Bowl, was dann so dekoriert wird. Timing, sagen viele auch schon, gutes Timing. Oder Sale, ne? Wenn Verkauf ist oder Prozente, steht überall Sale in den Geschäften. Oder Shop. Shopping, ich gehe mal shopping oder so. Fake. Ich habe das auch oft früher gesagt, das ist fake, aber jetzt sage ich, das sind Falschnachrichten. Fake News, sagen ja viele auch in diesen Aufnahmen. Sage ich, nein, das sind Falschnachrichten. Also ich sage nicht, dass ich frei davon bin, aber ich versuche Ja, immer es mehr rutscht darauf, einem immer mal wieder deutsche raus, Sprache, also, ja. Also man muss oder ja auch auch jetzt nicht, ja, do genau. it yourself, gibt es ganz viele Videos, selber machen. Ne? Also do it yourself oder Post, auch Post, ich sage auch manchmal ein Post, ich poste etwas, aber eigentlich kann man auch sagen, ich teile etwas. Ne? Oder Meeting, Party, Brunch, Happy Birthday, Happy New Year, online, offline, dieses Ganze. Aber es ist halt manchmal auch so einfach, ne? Online, offline. Was sagst du da jetzt? Ich bin jetzt mal im Leben oder ich bin jetzt mal wieder digital unterwegs. Was sagt man da? Oder auch open, closed, hast du auch ganz viel schon in Geschäften geöffnet, geschlossen. Oder was gibt es noch? Was auch mein Thema ist, Mikrogrün. Ich habe am Anfang auch Microgreens gesagt, bis ich irgendwann gesagt habe, hey, wieso? Man kann doch auch Mikrogrün sagen. Das ist doch das deutsche Wort dafür, Mikrogrün. Und da achte ich da auch sehr drauf, dass ich das einfach so auch nach draußen gebe. Für mich ist das Mikrogrün. Dann auch Smoothie, sorry, sagen auch manchmal ganz viele. Sorry, wenn sie irgendwo, oh, ich sage, oh, ich nutze gern Verzeih. Ich finde das so ein schönes Wort, Verzeih oder Entschuldigung. Aber diese alten Wörter, verzeih, da ist so eine Schwingung, so eine Energie drin, kommt so aus der Tiefe. Sorry, das ist irgendwie so dahingeplätschert. Das ist so, das berührt mich überhaupt nicht, wenn jemand sorry sagt. Aber verzeih oder entschuldige, das ist etwas, was bei mir in der Tiefe auch ankommt.
Der Unterschied ist ja der, ich meine, wir haben ja im Mittelhochdeutschen oder dann rauf ins Neuhochdeutsche, wir haben immer schon auch Lehnswörter gehabt, ne? Also wenn du Piano nimmst aus dem Italienischen, ne, oder aus dem Französischen, Trottoir oder Latein war ja Und früher die Arabisch auch. Hauptsprache, ja, da kam man, oder auch Altgriechisch ist drin, wenn du Demokratie, Philosophie nimmst, das sind ja alles Lehnswörter. Aber was eben jetzt neu ist seit Jahrzehnten, ist, dass hier eine Sprache ersetzt werden soll, also krampfhaft ersetzt werden soll. Also auch die ganzen EU-Inseln, wo noch Deutsch gesprochen wurde früher, die werden zurückgedrängt. Ja, es ist eine Löschtaste, die hier betätigt wird. Oder auch der Deutschunterricht wird zurückgefahren. Warum? Weil ich meine, ich habe mit unserem OB hier auch früher ja gearbeitet. Der hat damals schon gesagt, vor ein paar Jahren, dass 60, 70% der Schüler haben keine deutschstämmigen Wurzeln mehr. Ist ja logisch. Dann kannst du keinen Deutschunterricht mehr in der Masse so durchziehen vom Niveau her, wie es vorher möglich war. Also da geht es ja auch schon ohne Ende abwärts, ne? Oder dieses ganze digitale Zeug, die Kinder reden ja gar nicht mehr so wie früher. Oder wann siehst du denn noch irgendwo Kinder hocken, wo stundenlang lesen? Das wird ja immer mehr eine Seltenheit. Die haben ja gar nicht mehr so den Zugang Oder zu auch die den Geschichten. Aufnahmefähigkeit, wirklich lange Auch Texte das? in der Muttersprache zu lesen Aufnahme, genau. wie sagt man, Abstrakt? Nee, Extrakt? Nee, wie sagt man, wenn man eine Zusammenfassung schreiben will? Fehlt mir das selber das Wort dafür. Also eine Zusammenfassung zu schreiben. So, das Wichtigste viele können schon gar nicht mehr längere Texte lesen, die vielleicht auch ein bisschen herausfordernd sind, Jugendliche, selbst Erwachsene nicht, und das zusammenfassen. Oder Ja, du musst nur mal selbst. gucken, mal die Kinderbücher früher, ne? Das waren richtig dicke Bücher. Ja, also bin ja noch aus der Steinzeit, da haben wir noch Fünf Freunde gelesen oder solche Sachen, ja. Das waren dicke Bücher. Heute sind sie schon fast auf die Hälfte, ein Drittel runtergeschrumpft. Dann, wenn du allgemein mal die Literatur anschaust, auch teilweise Spiegel-Bestseller, wo man eigentlich sagt, na, das müsst ihr, müsst, ist doch wegen Masse da. Nee, du hast schlichteste Syntax, ja, Subjekt, Prädikat, Objekt, kurze Sätze, keine Schachtelsätze mehr, weil die Leute das gar nicht mehr so begreifen. Das ist auch nicht mehr schnell lesbar. Es soll ja Konsumgut sein, ne? Und dadurch wird eine Sprache total runtergebrochen auf ihre Rudimente. Weißt du, ich habe kürzlich ein Interview gesehen von Sören Schumann und Ray Garvey, das ist glaube ich schon älter, da habe ich nur einen Ausschnitt gesehen, da hat der Ray Garvey gesagt, wir waren mal ein Land der Dichter und Denker, also mal ein Land der Konsumenten. Na? Ja, wurde aber künstlich, Ja, synthetisch, wurde ja. künstlich. Und ich würde gerne mal, da gibt es der Hegel hat mal gesagt, alles in der Muttersprache ausdrücken zu können, bedeutet höchste Geistes- und Seelenbildung. Und wir haben ja Ahnen, die wirklich ganz viel geschaffen haben, nicht nur gedichtet und gedacht. Also hier wurden auch ganz großartige Erfindungen gemacht. Und das muss man ehrlich sagen, das geht wirklich einen Bach runter. Weil eben die Sprache so verarmt. Also wenn gewisse Wörter für gewisse Gefühle, Befindlichkeiten nicht mehr da sind, dann kannst du auch in diese Richtung nicht mehr denken und dich entfalten, Ja, du weil kannst die das einfach Gedanken weg nicht mehr ist. kreieren, du kannst die nicht mehr schöpfen, weil wenn du das Material dafür nicht mehr da hast, kannst du das Kunstwerk nicht schöpfen. Oder vorhin ist mir auch diese Idee gekommen, guck mal, stell dir mal vor, wir wären Holzschnitzer. Wir haben schon immer Kunstwerke geschaffen, filigrane, tolle Kunstwerke. Und jetzt auf einmal geben sie uns nur noch grobe Meißel. Da kannst du nichts mehr schaffen. Oder manchmal hat man ja sogar das Gefühl, wo wir vorhin gesagt haben, grammatikalische Turnübung, ja, wie wenn du jetzt nur noch einen Löffel kriegst und sollst irgendwas da noch damit herstellen, ja. Also Werkzeuge, die gar nicht mehr dienlich sind, um ein Kunstwerk herzustellen. Wie will ich denn mit diesen idiotischen, ich bin jetzt mal ein bisschen vulgär, mit diesen idiotischen Abkürzungen oder Rudimenten, die man teilweise im Netz noch sieht, wie willst du denn da noch Texte großartig schreiben? Oder ich muss dir nichts erzählen über die Rechtschreibung. Da zieht es dir ja echt die Hühnerbeine hoch, oder? Wenn du manchmal die Rechtschreibung von den Menschen liest. Man kann ja die noch nicht mal böse sein, weil woher sollen sie es wissen oder wo sollen sie es kultiviert haben, ne? Aber das ist das, wo du sagst, oh, da graust es ein.
Ja. Und ich habe jetzt sicherlich keinen Anspruch, dass ich Menschen da belehren will oder irgendwas, weil ich jetzt schreibe ja oft Texte oder was in so, ne, so Blogtexte oder so Gedichte. Aber was ich merke, ist, dass die Menschen mitschwingen. Ich akquiriere die ja nicht und sage, jetzt guckt mal, wie ich toll schreiben kann und ne, jetzt müsst ihr mich da applaudieren. Nee, da ist ein Sog. Ich habe ja jetzt angefangen, wir wollen ja das Buch jetzt auch schreiben mit diesen Gedichten der letzten Jahre und den Texten. Ja, warum? Weil mich 100.000 Leute fragen, wann bringst du mal das Buch dazu raus? Ja, aber das ist ein Sog. Die Menschen haben Sehnsucht in eine Sprache rein, der Bilder, der Mythen, der Träume, der Natur. Ja, viele haben auch geschrieben, ja, das ist wie Heimkommen. Du hast ja, das möchte ich noch hier so am Rande erwähnen, auch mit der Jedana, habt ihr eine ganz wunderbare CD gemacht. Also Ah du ja. hast, die Jedana hat 11 deiner Gedichte genommen und vertont und gesungen und das ist so berührend, weil ja, das sind einfach Gedichte, die eine ganz große Metaphorik haben. Also da Ist eine ist ganz, ganz Geheim-CD. Also es wird ein Geheimbuch, ein Geheim-CD. Also man genau. muss zwischen den Zeilen die Lesen Botschaften können, genau. Ich rauslösen. werde auch die Seite von Jedana mit unten verlinken, wer sich für die CD interessiert. Mein Lieblingslied ist ja euch. Ich sage immer Sterntaler, aber es heißt Sternenkind. Ne? Sternkind, ja. Das ist mein absolut, also auch wie Jedana das umgesetzt hat, das berührt mich ganz tief, weil da auch ein Thema dahinter steckt, was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und Ja, da sind ja auch so Sachen wie deutsche Seele drauf oder genau. Ahnenland. Also das sind alles Schwingungen, also Melodien, die das Herz berühren. Also wenn man sich da drauf einlässt, ist es eine sehr verzaubernde, Ja. verzaubernder Prozess, in den es einen reinzieht. Also es ist nicht irgendwie jetzt eine Humpty-Dumpty-Musik, ne, wo man jetzt sagt, oh, das schaukeln wir mal mit und super, ne? Sondern es ist auf einer eher mystischen Traumebene fast. Ich sage immer so zum Reinfühlen und sich erinnern, wer man wirklich ist. Ja, genau, zum Erinnern, sehr So, schön. das ploppt bei mir gerade so ganz sehr auf, sich da Ja. erinnern und reinspüren, was wirklich ist. Ja, ich meine, verdient es an so einer CD, nicht, dass die Leute denken, oh, jetzt geht's da auf Kommerzding, da, oder so, wer weiß, dass in der Stückzahl, wir können ja nicht wie ein Großer da produzieren, ja, da hast du nicht so viel, da hast du nicht viel verdient dran, aber was natürlich schön wäre, wenn diese Erinnerung, diese Schwingung sich über unser Land ein bisschen mit drüberlegen darf. Aber das entscheiden die Menschen, ob sie das wollen. Also ich kann es auf alle Fälle empfehlen. Eure CD. Ah, freue ich mich. Wilhelm Busch hat gesagt, um eine Sprache von Herzen sein eigen zu nennen, muss man, glaube ich, etwas darin erlebt haben, etwas sehr Wichtiges, nämlich die Kindheit. Nur was in diesen Sprachen, in den Sprachen meines Paradieses geschrieben ist, kann mich rühren. Das heißt, in innerste Seele rühren. Wer zum Herzen dringen will, der schreibt in seiner Muttersprache. Was der schreibt an? Der schreibt in seiner Muttersprache. Kann Wer ich Herzen gut berühren will. nachvollziehen, ja. Weil guck mal, die Muttersprache, mit der wächst du auf. Ja? Die Prägephase ist bestimmt durch die ersten 4, 5 Jahre, durch diese Sprache. Und das ist für mich wie so ein Wein, weißt du, der aus bestimmten, durch die Wurzeln aus einem bestimmten Erdboden rauskommt. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Kalkboden habe, dann vom Geschmack von den Früchten, oder ob ich einen Schieferboden habe oder sowas, ja, wie an der Mosel. Ne? Also das heißt, die Prägung dieser Menschen, wie sie denken, wie sie fühlen, wie sie kommunizieren, kommt aus diesem Boden. Deswegen haben sie ja da 80er Jahre war es ja vor allen Dingen dann, wo sie angefangen haben, die Dialekte auszulöschen. Da war ja der Trend, da machen wir jetzt eine vereinheitlichte Hochsprache. Ja, da tun wir schon mal das andere, diese feinen Nuancen, die tun wir schon mal im Sinn der Allgemeinheit schon mal runterbrechen. Und jetzt ist man ja dran, diese vereinheitliche Sprache, der stutzt man jetzt hinten und vorn die Flügel. Ja, also es ist halt kein Zufall. Ne? Man könnte ja sagen, naja, das wandelt sich so um der Zeit. Nee, man muss sagen, gerade bei uns hier ist es Absicht seit 80 Jahren. Ist mit Sicherheit eine Intention. Der Graf Lambsdorff hat ja damals auch, ich glaube 2014 war das, hat er ja noch gesagt, er fordert hier als neben dem Deutschen die Amtssprache Englisch in allen Behörden und ich weiß nicht, was da draus geworden ist. Also da ist ein starkes Forcieren des Runterbrechens. Er hat es, glaube ich, auch im Zusammenhang gebracht mit die Bevölkerungsmassen, die jetzt hier zufließen, die müssen bedient werden und daher brauchen wir jetzt die englische Sprache.
Also da gab es eindeutige Tendenzen, dass man das Deutsche weglöschen will. Ich möchte noch mal was kurz zum Deutschen von einem Schweizer vorlesen, der gesagt hat: Deutsch ist eine sehr präzise Sprache. Von allen Fremdsprachen, die ich selber spreche, ist es diejenige, die mich ästhetisch und emotional am meisten anspricht. Der deutsche Wortschatz ist ungeheuer vielfältig und treffend bildhaft, und nicht umsonst war Deutsch die Sprache an den Universitäten, bevor Rockefeller diese alle unterwandert hat und das primitive Englisch als Sprache der Wissenschaft etablierte. Und das ist jetzt wirklich das Wichtige dran. Die Sprache beeinflusst das Denken. Es liegt im Interesse der Kontrolleure, dass eine primitive Sprache gesprochen und somit auch gedacht wird. Wer bestimmte Worte und Bedeutungen nicht kennt, wird diese auch nicht im Denken und Handeln anwenden. Ist das Konzept oder Wort für Freiheit nicht bekannt, so wird sich auch niemand nach Freiheit sehnen, sondern nur ein bedrückendes Gefühl verspüren. Also ich finde das wirklich sehr interessant, da mal so reinzuspüren und Das wieder ist ein guter reinzuspüren. Text. Ist gut. Hast Ja, und gut recherchiert, ja. ja, weil Prima. es einfach, ich sage, also liegt es so am Herzen. Also ich merke, wenn jemand sowas schreibt, ich speichere mir das dann auch immer ab, weil mich das einfach berührt, weil es einfach auch ein wichtiges Thema ist, wie so vieles gerade hier. Die Sprache ist auch beeinflusst. Nicht nur alle möglichen Themen, was viele ja merken, gerade Wirtschaft, Gesundheit in den letzten Jahren, Politik, da stimmt irgendwas nicht. Das wird alles so. Aber weißt du, was mich zuversichtlich macht, Silke? Ich bin ja immer so wegen der Typ, der. Ich möchte mich nicht von der Wäscheleine holen lassen, indem ich in die Depression gezogen werde. Ich habe Zuversicht, weil du siehst es ja auch durch diese Ja. Industrialisierung damals hat ja dann auch in die Romantik geführt oder in Gegenbewegung. Und die ersten Bewegungen spüren wir ja schon. Die Leute kriegen Krampf, irgendwas aussprechen zu müssen, was nicht elegant wirkt, ja. Oder die Leute haben es, die haben es über, dass viele Worte wegradiert werden. Wir müssen ja zum Beispiel hier in der Szene auch aufpassen, wenn wir Videos machen, was darfst du überhaupt noch sagen an Worten? Was ist denn das für eine Selbstkasteiung, jedes Mal zu überlegen, ja, darfst du jetzt das sagen, darfst du das noch sagen, ist das vielleicht auch schon auf der Liste? Ja, das ist ja ein Wegbrechen von dem Wortschatz und das stößt den Menschen langsam auf. Weil sie sagen, das sind doch harmlose Wörter, die haben wir über teilweise 200, 300 von Jahren rübergetragen und jetzt auf einmal kommt da eine Nationalmannschaft und sagt uns, das und das darfst du jetzt nicht, weil. Also von daher glaube ich, dass Gegenbewegungen kommen. Ich habe mich auch gewundert, also dass ich jetzt zum Beispiel mit meiner Sprache oder meinen Videos oder meinen Gedichten Anklang finde, war so nie vorgesehen. Es war erstmal didaktisch, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich Theorie nehme und verpacke die in Bilder und Metaphern oder sogar ein Gedicht, was schwingt, dann bleibt mir kleben bei den Leuten, ne, wenn sie jetzt sowas anschauen. Aber dass das so eine Bewegung auslöst, dass die Menschen teilweise mit Tränen oft, ich habe ja jetzt viele Vorträge gehalten, ja, wo die Leute dann weinen. Ja, du musst dir vorstellen, ein großer Saal, wo dann die Menschen weinen, bloß weil ich ein Gedicht vorlese. Da passiert ja was. Da kommt man ja an die Herzen ran. Also das Kognitive wird in dem Moment aufgelöst und da kommt was ins Schwingen, was schon längst wie Dornröschen 100 Jahre im Schlaf war. Also Dornröschen hat für mich sowieso eine andere Bedeutung. Also auch Märchen sind Geheimbücher. Definitiv, die haben eine geheime Ja, und Botschaft. irgendwann wird die Lady ja wachgeküsst. Ja? Du Genau. hast sie mal kurz davor. Also, Ja. da, wir räkeln schon unsere Glieder, sagen wir Ja, mal also so. die Menschen merken, dass der Meinungskorridor wird immer mehr eingeschränkt. Was darf man, also nicht nur welche Themen darf man reden, auch was du schon sagst, die Worte muss man überlegen. Und ich denke, es braucht auch diesen Druck oder dieses, manche haben das vielleicht schon länger gespürt, aber ich glaube, ein gewisser Teil der Menschen braucht das, dass es sichtbar etwas wird, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Also ich bin ja da auch immer sehr an der Zuversicht angebunden, immer sehr positiv. Aber es braucht manchmal gewisse Verwerfungen, Ja, um die Menschen Sehnsucht einfach wird zu ja erst zeigen, es muss in eine andere Richtung gehen. Das hat auch viel mit Selbstverantwortung zu tun, ne? Aus diesen alten Programmierungen musst du raus und etwas Neues. Du bist ja auch immer, du Aber sagst, du kannst es du. nicht kognitiv, Silke, sondern es muss eine Sehnsucht entstehen. Und Ja. nur im Darben, ist auch ein altes Wort, ja? In der Diät, im Nicht-Haben entsteht die Sehnsucht nach dem, was wertvoll und teuer ist. Ich glaube nicht, dass vor 10, 20 Jahren die Leute sich jetzt so groß die Gedanken über die deutsche Sprache machen, wie wir es uns heute machen. Ja.
Es wird wieder teuer, es wird wertvoll. Und man muss ja trotzdem mal se sehen, wir haben ja an die 65.000 Sprachen. Und da ist immerhin Deutsch an der 10. Stelle. Es ist ja nicht so, dass es jetzt eine Neudeutschsprache ist, die einfach mal so ein bisschen ausgelöscht werden kann. Wir haben gestern nochmal nachgeguckt, glaube 100 Millionen haben das als Muttersprache und nochmal so viel als Fremdsprache. Ja? Also es sind immerhin 200 Millionen, die das sprechen. Und das kriegst du nicht so einfach um die Ecke gebracht. Also Glaube ich nicht. Also da können sie jetzt machen, was sie wollen. Sie müssen mit dieser Gegenbewegung, mit der Pendelgegenbewegung rechnen, dass die Menschen sagen, nee, also hier ist mal langsam Schluss. Wir lassen uns nicht komplett einkaufen und wir sind hier nicht Anglo-Amerikaner, die alles dazu beiseite schieben, was ihre Kultur und ihre Sprache ist. Und diese Amerikanisierung bezieht sich ja nicht nur auf die Sprache, sondern auf unsere ganze Lebensweise, Mode, Oder? Ernährung. Wir wurden ja hier amerikanisiert seit Na, es vielen ging ja nach dem Jahrzehnten Zweiten schon. Weltkrieg los, dieses Ja. Project Wonderland hieß es ja, wo sie dann mit verschiedensten Methoden probiert haben, die Deutschen umzuerziehen. Und der Druck und diese Reglements am Anfang, die haben nicht so gefruchtet, dann haben sie wieder die Methoden gewechselt, dann sind ja die Kinofilme gekommen und dann haben sie versucht, den Menschen diese Begriffe beizubringen. Ja, also sie haben verschiedene, was richtig gemerkt, Methodenwechsel, ja, auch dann Freundschaften, die Amis mit den Frauen und mal da auf amerikanische Freundschaft gemacht. Das waren alles im Grunde genommen Umerziehungsmethoden. Sind sich viele gar nicht bewusst, was in den Nö, letzten wissen ja Jahrzehnten viele nicht. wirklich passiert ist und wie tiefgreifend und in welchen Bereichen das alles gelangt ist. Also ich frage mich auch, wann kann das mal wirklich alles wirklich aufbrechen und den Menschen bewusst werden, ne? Also das ist ja auch so eine, ja, nochmal so ein ganz großes Thema, so, dass es eben nicht erst seit der C-Zeit irgendwas schief läuft. Das zeigt sich nur jetzt und zum Glück, weil es gibt immer mehr Menschen, die anfangen kritisch die Dinge zu hinterfragen. Kritisch, aber auch, also ich glaube, Silke, nach wie vor an die Sogwirkung. Wenn es Menschen gibt, die das vorleben, ja, und die auf eine Art Attraktoren sind, also jetzt nicht diese gekünstelten narzisstischen Gestalten, die da Akquise treiben und sagen, ich bin so toll, kommet alle her, ihr lieben Kinderlein, ja, sondern es gibt natürliche Autoritäten, natürlich, also natürlich generiert von innen in der Fülle, mit einem Charisma, mit einer Ausstrahlung, wo man sagt, die sind wahrhaftig, die sind ehrlich, die sind lichtvoll, da will ich hin. Und wenn wir dies, und diese Menschen haben wir ja schon, und wenn die da etwas vorleben an Kultur, an Eleganz, ja, ich habe deinen Sohn auch kennenlernen dürfen, ne, der sich elegant, wie alt ist er jetzt? 18, glaube ich, ne? 19 ist er geworden. 19, 19. ja, der sich elegant kleidet, der noch den alten Stil hat, auch im Umgang mit Mädels, haben wir ja vorhin ein bisschen gesprochen. Ja, das sind Vorbilder. Du wirst einmal sehen, dein Sohn wird ein Pionier sein. Und wenn auch junge Leute dann sehen, oh, das ist doch gar nicht so schlecht, ja, warum soll ich hier mit Hänge-T-Shirt und ausgenudelten Jeans, so also zerschnittenen Jeans rumlaufen, wenn das doch eigentlich ein Stil ist, der auch der Klasse ausschaut? Und es macht wirklich auch was mit der Seele. Also wenn du anfängst, dich mit Werten, mit der Kleidung, mit Werten, also ich merke, er ist noch sehr jung, aber ich war mit 19 noch nicht so weit, gewisse Dinge zu verstehen und mich in eine gewisse Dinge zu entwickeln, weil ich einfach da noch zu angepasst war und nicht den Freiraum hatte, mich wirklich selbst zu entwickeln. Und das brauchst auch wieder. So Pioniere braucht sowieso, die hat es ja jederzeit Pioniere, du gegeben. brauchst nicht viele, weil immer sagen die, Susanne, wir sind nicht viele und wir gehen kaputt und nee, du brauchst doch nur Pi Spitzen, du brauchst Pioniere, die stark und lichtvoll sind und der Und Rest dann diesen passiert von Sog. selber. Und was du gesagt hast, dieser Sog, du wirst nie wirklich die komplette Masse für etwas Wahrhaftiges wirklich öffnen können, so richtig in der Tiefe. Das kannst du nur mit den Pionieren oder mit diesen wenigen. Und dann gibt es aber eine Sogwirkung. Die Masse fühlt sich, es gibt dann diese Sogwirkung, wo die Masse hinterher. Und es sollten aber gute Werte sein, eine Ja, gute aber der Intention. Leuchtturm wird eine Orientierung sein, verstehst du? Wenn die Leute alle jetzt auf ihren Meereswogen rumplätschern und halb am Absaufen sind, um es mal lax zu sagen, dann suche ich ja nach Orientierung. Ich suche im Sturm, in der Dunkelheit, suche ich Orientierung. Und da, also im Dunkeln, fällt dann ein Lichtstrahl auf.
Und dann ist es die Entscheidung der Menschen. Wir können die nicht zwangsvollstrecken. Ich habe schon mal in einem Video gesagt, das ist wie so eine Art jüngstes Gericht, ja, aber nicht durch irgendeinen Onkel mit großem Bart im Himmel, der dann sagt, geh rechts oder links, sondern es ist eine Entscheidung, die in uns reifen muss und wo wir dann sagen, okay, ich entscheide mich fürs Dunkle, weil es mich vielleicht versucht. Piratenschiffe, die draußen sagen, oh, komm mal hier aufs Schiff. Können sie auch machen. Oder ich versuche zu rudern und schwimme Richtung Leuchtturm, wo es Festland ist. Also deswegen, ich sehe Lichtzeichen am Horizont. Ich sehe, was eine gute Sprache macht, dass es die Menschen erquickt. Würde man in der Romantik sagen, ja? Ihnen Halt gibt, ihnen Freude gibt, eine Leichtigkeit gibt wieder und vor allen Dingen die Sehnsucht stillt nach dem Schönen, ja? Das ist in unserem Land sehr stark ausgeprägt, dass wir in Richtung des Schönen gehen, des Guten, in der göttlichen Ordnung schlummern. Auf der einen Seite dieses Schöne, aber auch in die Tiefe denken und gehen und fühlen. Das ist ja dieses Schöne, ne? Also auch das in diese Tiefe, auch die tiefen Emotionen und das Nachdenken und Dinge auch hinterfragen und neu schöpfen. Das ist ja da alles so mit drin. Und das Schöne, was alles, was der Seele gut tut, ob das Musik ist oder auch Kunst. Also wenn man sich das alles anschaut, was haben wir denn da heute? Das ist ja nichts Schönes mehr wirklich in der Masse, Ja, aber ne? es ist ja auch kaputt gemacht Ja, worden. genau. Ne? Ob du jetzt Romantik, Biedermeier, selbst Jugendstil oder Gründerzeithäuser oder so, die sind ja alle platt ja. Oder viele platt gemacht worden. Und dann haben wir diese funktionalen, hässlichen Bauten rausgestanzt bekommen. Das ist genau das Gleiche. Oder auch in der Kunst siehst du es ja, nichts gegen Kubismus oder Expressionismus oder es zeichnet auch ja so ein bisschen die Kriegszeiten ab, was da passiert ist. Aber auch Kunst ist ja, wenn ich mir teilweise die Sachen anschaue, sowas von runtergebrannt auf Nichtigkeit teilweise. Ich möchte ja keinem zu nahe treten, ja. Ja, wir wollen einfach noch Impulse geben, sich wieder seiner Sprache zu besinnen. Die Vielfalt, wie vielfältig und präzise die deutsche Sprache eigentlich ist, dass er einfach mal schaut. Also als erstes natürlich Susannes Wortkunst lesen auf den Telegram-Kanal, auf Facebook veröffentlichst du die auch, ne? Die Gedichte. Es sind So. überall, auf Überall allen einfach mal ein Gespür dazu Kanälen, zu bekommen. Facebook, YouTube, Ja. Telegram, ja. Oder wenn ihr, oder versucht mal wieder mehr Texte zu schreiben, oder wenn ihr Texte schreibt oder Nachrichten, einfach schaut, wie drückt ihr euch aus, ne? Und einfach mal bewusst werden, wie vielfältig die Sprache sind, auch Wörter zu verwenden. Es gibt zum Beispiel, ich habe da auch mal so, da gibt es so auch auf Telegram das Projekt die verlorenen Worte. Gibt es auch einen Kanal. Die haben sich das auch mal zur Aufgabe gemacht, so Worte, die kaum noch benutzt werden, so alte Worte einfach mal zu beschreiben, wo kommen die her, ne? Und die haben zum Beispiel auch mal geschrieben, dass eine Besonderheit der deutschen Sprache ja die zusammengesetzten Hauptwörter sind. Wir können da Genau. unglaublich schöpfen, dass er einfach mal wieder überlegt, ja, welche Wörter können wir im Deutsch, also deutsche Wörter Also können wir im Zusammensetzung, du hast aber in Zusammensetzung. der Sprache auch wahnsinnig viele Präfixe. Also du kannst Eben. aus einem Verb Ja, hinaufkommen, hinunterkommen, bekommen, zusammenkommen. Du kannst unglaublich viel kreieren durch diese Zusammenfügungen, ne? und wir haben ja auch klar, es gibt verschiedene Eigenschaftswörter, Adjektive im Deutschen, aber du kannst auch durch Zusammensetzung ganz schöne Schöpfungen schaffen. Zum Beispiel, also einfach wäre zum Beispiel hellblau, bitterkalt, tränenblind, wunderschön. Ne? Und Wunder und schön, Wunder, ne, ist ja so, ist ein Substantiv, schön ist eben ein Adjektiv. Also du kannst so schön die Sachen zusammensetzen. Und was ich total schön finde, auch im Poetischen, da gibt es so tolle Spielereien. Zum Beispiel Butterblumengelb, habe ich dir heute schon vorgelesen, Sauerampferrot. Morgenschön, Mutterseelen allein, Wohlgesang durchschwellt, Wunderblüten schneebereift. Also wir merken, das berührt uns. Also da, das macht etwas, da schwingt etwas in uns, wenn man diese Sprachen so ver also das ist einfach, dass er einfach schaut, wie könnt ihr wieder Dinge beschreiben, also so auch in der Tiefe, was auch so berührt, dass ihr einfach euch wieder eurer Sprache bewusst werdet Also da und machen sich versucht. ja geistige Bilder auf. Es ist ja nicht nur irgendwo auf was draufschauen und pragmatisch benennen, was sehe ich, sondern wir machen geistige Welten durch diese Begrifflichkeiten auf. Fantasiewelten, Traumwelten, mystische Welten. Also ich bekomme dann immer bei gewissen Wörtern in meiner
Muttersprache, die ich selten höre, bekomme ich wirklich auch Gänsehaut. Ich merke, das berührt mich jetzt, das geht tief. Ja, und es scheint ja bei vielen Leuten auch so zu sein. Guck mal, ich habe jetzt Rückmeldungen gekriegt. Ah, oh, ich habe jetzt auch mal ein paar kleine Gedichte geschrieben. Andere haben jetzt so, die schreiben fast jetzt so ein bisschen wie Tagebuch. Ja, sie versuchen Gedanken zusammenzufassen. Ne? Und also die Menschen scheinen sich teilweise mehr mit Sprache wieder zu befassen. Ich meine, du hast auch mal, ne, du gehst auch viel so in die Anbindung. So Erdung, Bindung ist für dich ja auch wichtig, ne? Und du hast ja auch Ja, also gesagt, ich nehme das alte Wort Gebet auch unter dafür, Gebet, ja, ja. weil viele Worte werden uns ja da auch madig gemacht, oder du kannst ja das Wort göttlich oder Gott ja schon gar nicht mehr aussprechen, oder denkst ja schon, die sagen ja, du hast Schimmelpilz, so antik bist du, ja. Für mich ist Gebet eine Anbindung an diese geistige Welt, die wir sowieso niemals ergründen können mit unserem kleinen Gehirn, ja, aber wenn ich spreche mit dieser anderen Welt, kriege ich Antworten. Ich sage immer den Leuten, es kostet euch keinen Cent, probiert es doch mal aus. Und dann habt ihr doch Beweise, dann seht ihr doch, dass das beantwortet wird oder dass Zeichen kommen oder sowas. Experimentiert damit. Und da, meines Erachtens, ist da oben mehr als jetzt, C.G. Jung würde jetzt sagen, kollektives Unterbewusstsein und so, das mag schon alles sein. Aber da drüben ist, oder in der Anderswelt, oder wie wir es auch immer nennen wollen, diesen göttlichen Bereich, ist alles an Schöpfung, was durch dich durchfließen kann. Die meisten Genies, ob es ein Bach war oder ein Mozart oder ein Goethe, das waren ja oft so Mehrfachgenies, die waren ja Forscher und Künstler und Dichter gleichzeitig. Das wissen bloß viele nicht, ne? Und es ist eine Genialität, die durch dieses kleine Fenster durchfließt in eine Sprache der Schönheit. Musik, Tanz, Dichtung, Kunst. Und das, da glaube ich, da wollen sie ran. Da kommen sie mit der großen Schere und sagen, nee, da hast du mal bitte keinen Zugang, weil dann schöpfst du uns zu viel. Ja, und du hast ja auch manchmal in Videos gesagt, oder auch in privaten Gesprächen, weiß ich gar nicht mehr, dass du oft eben auch ins Gebet gehst und dann eben auch so Texte, also dass das dann durch dich durchkommt, diese Wörter, diese Texte, dass du das Es so viel fließt, schöpfen ja. kannst. Und das kann ja jeder. Du sagst ja immer, wie man das machen kann, ne? Sich wieder ins Gebet gehen, sich wieder anbinden. Das kann jeder, da kann jeder daraus schöpfen. Das ist Übung, also das ist, du musst es kultivieren, das zulassen. Das ist ja, guck mal, wenn ich eine Starkstromleitung nach oben habe, sage ich immer, dann muss ich aber auch den Anschalter drücken. Also wir haben den freien Willen, dass ich sage, ich lasse es zu oder ich lasse es nicht zu. Wenn ich Pragmatiker bin oder bin nur im Kognitiven oder sage, die Wissenschaft ist alles, weil das lese ich oder die ganzen Experten sagen mir, wo es lang geht, dann lasse ich das doch gar nicht zu, diese andere Welt, die da Zugang zu mir haben darf oder kann. Ich habe in einem der letzten Videos auch meine Skepsis ausgesprochen. Ich meine, es ist eine Theorie von mir, ich kann es nicht beweisen. Ich glaube auch, dass an die Träume rangeht, dass da reingepfuscht wird. Durch Strahlung, durch Frequenzen nachts. Die Leute kommen teilweise nicht mehr in ihre Tiefschlafphasen. Und das Träumen, was ein Zugang ist, auch in die Anderswelt, ist ja nicht nur ein Aufarbeiten von den Fragmenten des Vortags, sondern es ist auch ein Fenster. Ja? Das wird ja da auch zugebaut, wenn die Leute nicht mehr schlafen können oder in keine Theta-Wellen mehr reinkommen, wo sich dieses Fenster nach drüben öffnen kann. Das wäre jetzt ein Riesenfeld, das Fass Das können sind wir sich jetzt viele ja hier. auch nicht bewusst, was Träume wirklich sind, ne? Ja, da müssten wir fast auch noch mal ein extra Video machen. Ne? Du siehst ja, wir kommen da von einem Stöckchen ins nächste. Ne? Das schreibe ich mir auf die Liste, Susanne. Das können wir auf alle Fälle machen. Aber Ja, ich also denke, das ist mit Sicherheit ein Thema, da bin ich gerade ein bisschen am Forschen, was da abläuft. dann können wir gerne, wenn du deine Forschung beendet hast, können wir gerne dazu mal ein Video machen und dass wir einfach mal da an das Thema ein Ja, bisschen weil das, einsteigen. wie gesagt, das Fass können wir jetzt hier gar nicht Nee. nochmal aufmachen. Kriegen ja die Leute Fußpilz. Das kriegen ja. Susanne, du kannst immer so schön die Dinge. So auch ein bisschen, klar, du hast ernste Themen, aber manchmal muss ich in deinen Videos auch lachen, weil die Art, wie du eben auch trotzdem humorvoll dann gewisse Dinge beschreibst. Also man kann sehr Ja, berührt naja. sich fühlen, sehr auch angestoßen, aber eben auch lachen bei deinen Videos. Ja. Ja, weil ich meine, guck mal, wir müssen zwar unseren Bobbes jetzt durch die Meeresenge durchdrücken, es nützt ja nichts. Ja? Wir sehen ja, dass die Felsbrocken überall gerade runterstürzen. Ja, aber dann bleibe ich in meiner Mitte und bleibe in der Zuversicht. Und ich glaube, dass viele von uns einfach behütet und beschützt sind.
Wir dürfen halt nicht so viel rechts und links gucken, was passiert da wieder und oh Gott und ne, verstehst du, sonst Ja, zieht uns das mit runter, ne? was ich auch wichtig finde, sich also wirklich auch genau zu schauen, geistige Hygiene betreiben, was man konsumiert. Selbst in den Aufklärungskanälen wird viel mit Angst gearbeitet. Also ja, also ich habe mich aus vielem zurückgezogen, weil ich aber, ich muss sagen, ich habe auch viele Jahre lang mich mit verschiedenen Themen beschäftigt, auch im Internet, aber auch Bücher. Und ich habe jetzt für mich so gewisse Erkenntnisse gewonnen, ich muss nicht mehr in den Aufklärungskanälen sein. Ich habe für mich eine Erkenntnis gewonnen, warum Ja, sind die es Dinge im ist Außen so, wie irgendwann sie mal. sind? Und ich kann mir jetzt für mich alles herleiten. Ich muss nicht alles wissen. So, genau. Ja, also da können wir ja mal schauen, können wir ja wieder mal ein Thema in Angriff nehmen, ne? Gerne, liebe Susanne. Dass wir da wirklich am Puls der Zeit bleiben, wo die Menschen auch, wo die Seele des Menschen ist, nicht in der Peripherie. Wenn wir uns mitwirbeln lassen wie in der Zentrifuge, weißt du, dann kleben wir wirklich am Gehäuse und machen keinen Zucker mehr. Wir müssen da reingehen, in die Mitte, wo es fließt. Oder wo ich die Anbindung hinkriege. Im Außen kann ich keine Anbindung, keine Mittigkeit Ja. hinkriegen. Ich habe gestern auch so ein schönes Bild gehabt, werde ich vielleicht mal in irgendeinem Video verarzten, das Bild. Ich habe mal gesagt, wenn du, stell dir mal einen Tisch vor, eine Tischplatte, ne? Wenn du mittig bist, kannst du diese Riesentischplatte halten. Wenn du dich in die Peripherie setzt mit dem, was schon, mit dem Bein, dann wird alles schief. Oder wenn du dich gar auf andere verlässt, die klein, groß, mittel sind, dann die Tischplatte ruckelt und macht und hantiert, du kommst nie in die Ruhe. Also wir müssen in der Mitte sein und müssen jetzt einfach das tragen, was gerade passiert, und bleiben in dieser Ausrichtung, in diesem Gleichgewicht. Und auch keine Angst davor haben, in dieser Mittigkeit zu bleiben. Nicht immer gleich Angst kriegen, oh, wo sind denn die Leute? Die hauen mir ja alle ab, oh Gott, jetzt. Ne? Sondern die Mittigkeit, also nach einem ersten Schmerz, erst macht es oft Angst, ein bisschen sich zurückzuziehen, aber dann merkt man, wie wohltuend und wie voller Frieden das auch dann ist. Aber wie gesagt, da können wir dann anders mal wieder ein Gerne. Video machen, so, ne? Ich Liebe glaube, da Susanne. machen wir den Sack dazu, oder? Was meinst du? Oder ist noch was offen? Alles, ich denke, das Wichtigste ist besprochen, liebe Susanne. Vielen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Ja, also Impulse. ich habe, das Immer sehr weißt du gerne. ja, ich schätze dich sehr und habe mich auf das Video mit dir gefreut. Sehr Alles schön. Liebe an dich, ne? Und vor allen Dingen deine Community, die ich ja zum Teil ja nicht kenne, aber ich hoffe, dass die auch mit der grünen Tante mit rotem Lippenstift gut klarkommt. Definitiv. Doch. Ich passe ja sogar zu deinem Bühnenbild Ja, dahin. stimmt. Liebe Susanne, vielen Dank nochmal und an die Zuschauer, gerne eure Gedanken und Meinungen. Hinterlasst sie gerne als Kommentar unter diesem Video. Schaut unbedingt bei Susanne vorbei, wenn ihr Susanne noch nicht kennt, kann ich auf alle Fälle empfehlen. Wir wünschen euch eine gute, zuversichtliche, harmonische Zeit. Lasst es euch gut gehen und bis bald, ihr Lieben.